Diese Regierung sollte aufwachen und sollte endlich aufhören, die Leute in Österreich weiter zu sekieren. Sie sollte auch aufhören, die Menschen für blöd zu verkaufen. Und was macht diese Bundesregierung? Wacht sie auf? Da kommt gestern der Arbeitsminister daher und hat die absurde Idee, das Budgetloch, das diese Bundesregierung selbst in den letzten Monaten durch nicht wirksame, aber sündteure Milliardenausgaben geschaffen haben, damit zu stopfen, indem er das Geld wegnimmt von den Familien, den Frauen und den Kindern, von den arbeitenden Menschen. Mein Appell an die Bundesregierung und den Bundeskanzler: Hören Sie endlich auf, das Leben der Menschen noch schwerer zu machen, wenn Sie es schon nicht leichter machen.